erklär du besser. Also wir sind ja hauptamtlich Bestatter für das Unternehmertum Krückelkorn zuständig. Wir haben mal uns mit Tönen und Fällen auseinandergesetzt und raus kam eine Musik mit der sehr schönen Orgel von Johannes und den komischen Fällen von Klaus. Rockmusik mit einer barocken Kirchenorgel. Sozusagen ein Bunga-Bunga-Element in der sakralen Musik. Kirchenorgel ist sexy, das ist eigentlich das Motto. Frei nach Herrn Bobereuth haben wir gelernt von ihm, wir müssen die Orgel etwas dem Zuge der jetzigen Zeit anpassen. Und im Zuge unserer politischen Auseinandersetzung zwischen Borgia und unserem jetzigen Papst, denke ich, liegen wir in unserer Schnittmenge genau richtig. Kirchenorgel ist sexy. Was hat das mit Klaus Bobereuth zu tun? Meine Energiesticks, also aus der Qigong-Lehre. Wenn Johannes wieder mal schlechtes Timing hat, dann gehe ich rauf zur Orgel und mache einfach. Du musst aufpassen, dass ich nicht so mache. Ja, gut, ich kann ja fechten, so die Grundmelodie. Und außerdem kann ich, wenn die Grundmelodie fechten, sich mal wieder nicht gewaschen hat, kann ich hier ein bisschen was raus. Unsere Musik soll gut riechen. Man muss sie mögen. Man muss sie mögen. Gut riechen. Oh!